Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es mal wieder was aus der einfachen Küche. Wir machen heute Pollofino mit Limettenrahmen. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hier nun unsere Zutaten für, wie heißen die Teile hier hinten? Pollofino. Nichts anderes als ausgelöste Hähnchenoberschenkel. Genau. Dafür brauchen wir einmal für die Marinade 2 Esslöffel Olivenöl, 4 Teelöffel Chilipulver, Peperoncino bei uns, so ein 3/4 Teelöffel, da hinten haben wir es, Zwiebelgranulat, ein 3/4 Teelöffel vom Ankerkraut Chipolle Chili heißt das, glaube ich, auch, ne? Ja. Steht zumindest so drauf. Naja, egal. Einen halben Teelöffel grobes Meersalz kommt noch dazu, das haben wir hier hinten stehen. Und unter anderem noch ein halber Teelöffel frisch gemahlener Pfeffer. Das ist für unsere Marinade. Und für unseren Limettenrahmen nehmen wir einen Becher Schmand. Dann brauchen wir Limettensaft, grobes Meersalz und Koriander. Ja, die genauen Mengenangaben gibt es natürlich wie immer in der Infobox. Genau, und dann legen wir jetzt mal los. Unsere Zutaten für die Marinadepaste habe ich nun verrührt. Und damit streichen wir nun diese komischen Hähnchenteile ein. Pollofino. Auch Hähnchenoberschenkel genannt, ohne Knochen. Für mich sieht das aus wie aufgeplatztes Huhn. Ja. So wird es eigentlich auch im Volksmund genannt. Wie, echt jetzt? Ja. Okay. Jedenfalls bei meinen Kollegen. Alles klar. So. Dann von der Seite auch nochmal schön. Und hier hat auch jemand Hunger. Och Mensch, lass die Pippi da weg. Passt ja nur gar nicht. Kriegt davon auch nichts, ist so scharf. So. So. Und so würde ich mit den anderen beiden auch noch verfahren und dann lassen wir sie so circa 30 Minuten in den Kühlschrank. Genau. Marinieren dann, ne? Mhm. Okay, gleich melden wir uns bei dem Limetten. Limettenrahmen, genau. Da melden wir uns gleich wieder. So, für unseren Limettenrahmen, da hat die Anne gerade so 200 Gramm Becher Schmand reingehauen. Genau, jetzt haben wir den Koriander, das sind so 2-3 Teelöffel gehackt. Ungefähr. Dann, wo ist meine Limette oder der Saft? Da. 4-5 Teelöffel, nehme ich mal einen Teelöffel, mache ich mal immer. 3, 4, ohne Kernchen, 5. So. Das kann auch noch mit rein. Genau, das Ganze wird durchgerührt. Ah, ist ganz schön flüssig, ne? Na gut, okay. So, und jetzt brauche ich nochmal wieder mal alles auf der falschen Seite. Grobes Meersalz. Das Ganze schmecke ich jetzt gleich nochmal ab und dann sollte es auch schon fertig sein. Ja, das stellen wir dann in die Kühle und dann gehen wir an den Grill. So, ihr Lieben, unsere Pollofinos kommen jetzt auf den Grill bei direkter Hitze erstmal. Ja, lassen Sie sich auch ein bisschen verschlagen. Ja, war noch riesen Hunger, denke ich mal. So, die werden jetzt von jeder Seite kurz angegrillt, danach in direkte Zone,
Da oben haben wir schon mal unsere Beilage. Genau. Da sind so kleine Maisköpfe vorgegart waren die. Vorgegart, genau. Ne? Mhm. Ja, und das wird auch das letzte Rezept auf diesem Gasgrill sein. Wir müssen uns von ihnen trennen nach ein paar Jahren. Aber keine Angst, der neue steht schon in den Startlöchern. Wir müssen uns von ihm trennen. Ja. Oh ja, ja, ist eigentlich noch gut, was auch dann gleich auch verbrennt. Ja, es macht nichts. Und zwar haben wir uns für den Big Fred Deluxe von Bernhard entschieden. Der steht schon in den Startlöchern und wartet auf seinen Einsatz. Ja, und wenn wir hier fertig sind, melden wir uns wieder zum Tellerbild. Genau. So, nach ca. 30 Minuten können unsere Polofinos vom Grill. Jetzt wird serviert. Ja, kurzes Fazit. Polofino, wie immer, total lecker. Geht zum Metzger eures Vertrauens, holt euch was. Also ich finde das immer besser als dieses Rumgeknabberer an dieser Hähnchenkeule. Und ich finde, der Geschmack kommt noch ein bisschen mehr raus. Ja, Limettenrahmen, einfach klasse. Denke, passt einfach zu jeder Fleischsorte oder als Dip. Probiert es unbedingt aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss. Kühnes Kochkanal.